Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meine teuflisch gute Freundin. Es ist endlich soweit, die besinnlichste Zeit des Jahres hat angefangen. Es ist meine absolute Lieblingszeit. Geht's euch genauso? Wenn ja, dann... Ja, stimmt, genau. Also, heute will ich euch erzählen, wie ihr zum Fest der Liebe Leute mal so richtig schön... Das stimmt aber irgendwas nicht. Leuten mal so richtig schön die Meinung sagt. Das ist doch aber nicht nett. Wir sind ja auch nicht hier, um Tipps zu geben, wie man nett ist. Weihnachten ist so viel Verlogenes, Kitschiges, Blabla. Oh, wir sind alle eine Familie. Wir haben uns alle so doll lieb. Wir backen zusammen Kekse und Lebkuchen mit Zimt. Geht es nicht vielmehr um Ehrlichkeit? Um zu sagen, was man wirklich über seine Familie und seine Freunde denkt? Ich aber noch nicht während der Weihnachtszeit. Das ist doch total... Macht euch doch so eine Art persönlichen Adventskalender. Mit Leuten, die euch auf den Sack gehen. Und dann arbeitet ihr den Tag für Tag. Nein, das ist keine gute Idee. Und es kommt noch besser. Weihnachten ist auch die perfekte Zeit, um Rache zu nehmen. Euer Lehrer bestraft euch mit einem Test kurz vor den Ferien. Dann prankt ihn doch einfach. Einfach für Tipps da unten klicken. Oder zum Beispiel eure Eltern nerven mit Zimmer aufräumen. Dann nervt doch eure Eltern mit einem brennenden Weihnachtsbaum. Nein, bitte, das macht ihr auf gar keinen Fall. Oder noch besser, auf einem großen Familienessen. Schluss jetzt, Lilith. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wen ihr pranken wollt. Ich wünsche euch allen erzählende Weihnachten. Entschuldigung.